Kota Baru in Malaysia. Die Stadt floriert und der Wohlstand durch den ständig wachsenden wirtschaftlichen Aufschwung ist nicht zu übersehen. Die Straßentiere bekommen davon nichts mit, denn sie sind für die meisten nur Abschaum und ziehen das Erscheinungsbild der Stadt in den Dreck. Eine Frau aber kümmerte sich im Garten um ausgesetzte Katzen. Als sie die Stadt verließ, verließen auch die Katzen den Garten, bis auf eine. Alle großen Katzen merkten schnell, dass bei der Frau nichts mehr Fressbares zu holen war. Sie verließen den Ort und machten sich woanders auf Futtersuche. Nur ein Kätzchen, das kleinste von allen, blieb weiterhin im Garten und heulte Tag für Tag, in der Hoffnung, die Frau würde mit neuem Futter zurückkommen. Doch sie kam nie wieder. Die Nachbarsfamilie schaute sich dieses Spektakel eine Zeit lang an. Die Kinder der Familie konnten es nicht länger ertragen und stellten Futter auf den Balkon. Das Kätzchen bemerkte das schnell und kam nach und nach immer öfter zu der Familie. Die Kinder und auch ihre Eltern hatten sich schon sehr an das Kätzchen gewöhnt. Jedes Mal, wenn sie von der Arbeit oder der Schule nach Hause kamen, wartete das Kätzchen in der Straße und freute sich auf deren Gesellschaft. Es lief dann mit und legte sich auf den Balkon. Über mehrere Monate war alles super. Doch dann kam der Tag, der alles verändern sollte. Der Vater der Kinder wollte eines Morgens zur Arbeit fahren. Er stieg ins Auto und fuhr die Straße entlang. Dann offenbarte sich ihm ein Anblick, den er bis heute nicht vergessen kann. Er sah, wie das Kätzchen die Straße überqueren wollte und von einem anderen Auto erfasst wurde. Dem Fahrer des Autos war es egal und er fuhr einfach weiter. Der Familienvater hielt an, stieg aus und sah nur noch, wie die kleine Katze sich schwer verletzt an den Straßenrand schaffte. Dort starb sie bereits nach wenigen Minuten. Es ist immer wieder unfassbar, wenn man sieht, wie gleichgültig andere Menschen auf das Leben von Tieren reagieren. Da wird einfach mal so eine Katze überfahren. Was soll's, gibt ja genug davon. Dass andere Menschen dieses Tier lieben oder dass dieses Tier genauso ein Recht auf Leben hat wie wir, blenden sie völlig aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch weitere Videos von mir anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.